Wir haben es gut angenommen heute, dieses Spiel, und haben von Anfang an gezeigt, dass wir auch gewinnen möchten. Und wir haben eine klasse erste Halbzeit gesehen, und dann ist es ein bisschen ärgerlich, wenn der Holger gerade sein erstes Spiel von Anfang an wieder macht, dass er da vom Platz fliegt. Die Mannschaft macht es gut und gewonnen hat sie zu Recht, denke ich. Speziell aufgrund der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit haben wir das ganz gut gemacht. Auch mit 10 Mann kein Gegentor gekriegt. Also die machen das gut. Wir haben jetzt Mitte, Ende November, und es ist klar, dass wir als Gruppenerster dastehen. Und das nächste Spiel ist dann erst wieder Februar, März irgendwas. Wichtiges Spiel, also das Achtelfinale, und das ist schön. Das ist schön, dass wir es wieder vor dem letzten Spieltag geschafft haben, dass wir sicher Gruppenerster ist. Das war heute das Ziel, und das hat die Mannschaft gut erledigt. Mir wurde gesagt gerade eben bei Sky, ich bin der jüngste Spieler, der 50 Champions League-Siege erreicht hat, also am schnellsten. Das heißt, dass ich in den letzten 5 Jahren mit einer sehr guten Mannschaft gespielt habe und dass es ganz gut gelaufen ist. Ja, und da muss er uns einen ausgeben, weil wir haben ja auch daran Anteil gehabt. Spaß beiseite. Thomas hat einen unglaublichen Lauf auch. Trifft. Und das ist natürlich für uns schön, für ihn persönlich schön. Und wegen mir kann es so weitergehen. Ja, ich bin in einer Tour am Ausgeben. nee, da kriegen wir schon was hin. Aber wenn wir für jeden Rekord, den irgendein Spieler bei uns aufstellt, einen ausgibt, dann werden wir selten nüchtern.